ihr kennt die Matte. Die Matte ist bei uns im Spielladen, die Tabletop-Matte. Ich habe gerade die Tabletop aber kurz vertrieben. Die müssen jetzt draußen gerade eine rauchen, während ich Dominaria aufmache. Auch hier, irgendein armer Tropf hat ein einziges Booster übrig gelassen. Dann dachte ich, okay, kaufe ich es mir für den Channel. Ich habe diesmal sogar darauf geachtet, dass es Englisch ist. Seismic Shift. Dominaria ist jetzt schon ein bisschen was draußen. Impuls, Dark Bargain. Ja, das ist cool tatsächlich. Naja, Dominaria ist schon ein bisschen was draußen, als es rauskam. Es war ein Riesenhype um dieses Set, weil es halt diese Throwbacks hat. Und das fangen sie ja jetzt auch aktuell, sind die Spoiler für Modern Horizon drin. Wenn das Video online kommt, ist das Set wahrscheinlich schon wieder alt. Das ist aber okay. Wie gesagt, ich produziere aktuell ein bisschen im Voraus, um den Channel zu restarten. Ich wiederhole mich. Vor 4 Wochen habe ich das schon mal gesagt. Auf jeden Fall. Mit Modern Horizon sind auch viele Karten, die jetzt ein Throwback haben. Das hat hier das Set auch. Dementsprechend dachte ich, ist ganz cool. Admitted Will. Das ist gut. Divination. Ich weiß nicht, wie viele wir mittlerweile von diesen 3-Mana-Ziel-2-Karten-Sorcery haben. Es hat angefangen mit dem Rat der Suratami, soweit ich weiß. Wenn es noch ältere Karten gibt, berichtigt mich mal. Aber ich meine, es wäre der Rat der Suratami. Das ist cool. Der Powerstone-Chart, der ist tatsächlich gar nicht mal so bad. Davon hatte ich im Pre-Release 3 Stück. Das war eine Menge Mana. Okay. Wie heißt der? Keldon Rider. Keldon Rider, das sagt mir auch irgendwas, der Name. Dann haben wir Battle of Gorgia. 4-4-4 besten Kickern. Okay. Okay, draw 2 card. Das haben wir getappt. Oh, das Artwork ist schön. Das Artwork ist richtig schön. Juggernaut! Oh mein Gott, Mirrodin-Zeiten. Oh. Und noch davor, ich weiß. Aber Mirrodin habe ich den halt ganz oft aus dem Booster gezogen, weil Mirrodin war halt so, damit habe ich groß damit bin ich groß eingestiegen in das Magic-Geschäft. Mit Kartenspielen und so weiter. Vorher war das halt immer so etwas, was da war. Und der Juggernaut war damals so eine meiner Lieblingskarten, weil der ist einfach 4 Mana 5-4 und kann nicht von Walls geblockt werden. Und ein Kollege von mir hat ein komplettes Wall-Deck gespielt. Der war der Shit. So. Goblin Barrage. 4 Mana. Sacrifice an Artifact oder Goblin. Deals 4 Damage, was kickt. Die 4 Damage Target Player or Planeswalker. Also du kannst 4 auf eine Kreatur und 4 auf einen Planeswalker oder spielen. Die ist gar nicht mal so bad. Aber als Sorcery. Hätte ich lieber als Instant tatsächlich. Unsere Rare ist Grand Warlord Radar. Der ist nichts wert. Ist aber nicht schlimm. Der ist tatsächlich als Commander ganz cool. Habe ich jetzt neulich gegen gespielt. 4 Mana 3-4 Eile ist ein Elf Warrior. Das ist schon ganz cool. Rot-Grün ist für Elfen schon ungewöhnlich. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die wir angreifen, kannst du die irgendeine Art von Rot- und Grünem Mana zusammenstellen. Also so viel wie Kreaturen angreifen. Und das wird nicht bis zum Endstep aus dem Mana-Pool genommen. Das ist einfach, man greift mit 5, 6 Elfen an, die machen damit in dem Moment Mana. Das ist okay. Ist nicht gut, aber ist okay. Oh mein Gott, wir haben eine Foil. Alter, wie das Glitz. Alter, das Foiling haben sie bei Dominaria echt von der, auch von der Quelle. Boah, das haben sie echt schön hingekriegt. Wow, das ist echt schön. Ja, egal, bevor ich mich jetzt hier in das Foiling verliere und euch nur am Blenden bin, das war unsere Rare. Grand Warlord Radar. Irgendwann musste das Glück ja ein bisschen verlassen. Das letzte Mal bei der Excel-Karte war schon nicht so gut. Aber Herrgott. Ich kaufe hier die Reste hier im Laden. Support your local Game Store. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.